Beim Thema Altersvorsorge und Rücklagenbildung setzen die meisten Deutschen aufs Sparbuch oder die Lebensversicherung. Sachwerte spielen meist keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Und das ist ein Fehler, sagt Ingo Theismann, selbstständiger Vermögensberater, als vertraglich gebundener Vermittlung bei der BN & Partners Capital AG. Herr Theismann, erstmal herzlich willkommen hier auf dem Parkett der Frankfurter Börse. Wieso bevorzugt der deutsche Anleger trotz der Nullzinsen, die wir nun schon einige Zeit gesehen haben, noch immer Lebensversicherung und Spareinlagen zur Vermögensbildung? Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, da könnte man beinahe abendfüllend drüber diskutieren. Aber da wir hier wenig Zeit haben im Interview, greife ich mir einfach nur mal zwei der meiner Meinung nach wichtigsten Punkte heraus. Der eine ist das Risikoverständnis. Die meisten Anleger verbinden mit Sachwertanlagen und dort insbesondere Aktienanlagen Schwankungsrisiken, wobei sich diese Schwankungsrisiken ja ausnahmslos auf Preisrisiken beschränken. Es wird also zu wenig Wert auf den Wert gelegt und zu viel Wert auf die Preisschwankungen, die ja nun kurzfristig durchschlagen, aber langfristig auch bei der Aktienanlage keinerlei Rolle mehr spielen. Und der zweite Grund, der wird nach meiner Auffassung viel zu wenig beachtet, ist die Tatsache, dass wir eben 67 Jahre lang seit Gründung der Bundesbank und Einführung der D-Mark relativ stabile Zeiten erlebt haben. Wir haben Zeiten erlebt, in denen die Zinsen ausreichend hoch waren, um die Vermögensanlageziele der Kunden auch erreichen zu können. Das ist jetzt ein völlig neues Phänomen. Ein Phänomen, das wir jetzt seit 2-3 Jahren unter den Marktteilnehmern sehen. Der Zins ist weg und er wird noch über eine ganze Weile wegbleiben. Und die Anleger sind höchst irritiert, was sie aus dieser Situation künftig machen sollen. Da müssen Sie dann natürlich helfen, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach eine sinnvolle Vermögensstruktur aussehen? Ja, leider völlig anders, als es die meisten Anleger bevorzugen. Von den 5 Billionen Euro Finanzvermögen, was wir hier in Deutschland haben, liegen rund 3/4 in den Anlageformen Kapitallebensversicherung, Rentenversicherung, Spareinlagen, Termingelder, Festgelder. Und 1/4 liegt angelegt genau in den Anlagefeldern, die ich als Vermögensberater meinen Kunden schon seit langen Jahren, seit Jahrzehnten empfehle und damit auch bestens gefahren bin, nämlich einem gesunden Mix aus Aktien, Anleihen, Investmentfonds, das heißt ein gesunder Mix zwischen Sachwerten und Nominalwerten. Anleihen spielen da sicherlich auch eine Rolle, aber auch da sind die Zinsen gegen Null tendiert in den vergangenen Jahren. Teilweise sogar Negativzinsen haben wir gesehen bei Bundesschatzbriefen. Wie kann denn hier überhaupt noch ein Ertrag über Inflationsrate erzielt werden? Es ist ja eigentlich noch viel schlimmer, Herr Franek. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass ein Anleger, der heute 1.000 Euro in die Hand nimmt und eine deutsche Bundesanleihe kauft, mit 10 Jahren Laufzeit, nach 10 Jahren mal gerade 1.070 Euro nominal zurückerhält und das schon heute unter den heutigen Inflationsbedingungen real, also nach Geldentwertung, nach diesen 10 Jahren, nach heutiger Kaufkraft, dieses Geld etwa 800 Euro sein wird. Das heißt, wir haben es hier mit einer schon sicheren Kapitalvernichtung auf dem langen Zeitstrahl zu tun. Das heißt, Anleger, die heute im Anleihenmanagement noch einen Vorteil erzielen möchten, die müssen schon deutlich über den Tellerrand von Bundesanleihen und auch von Euro-Staatsanleihen, US-Dollar-Anleihen, also all den Währungen, bei denen sich die Regierungen und die Notenbanken alle Mühe geben, sie zu schwächen und zu inflationieren, hinausschauen. Und da seien exemplarisch mal genannt bonitätsstarke Unternehmen, die emittieren immer noch Anleihen, die einen auskömmlichen Zins über der Inflationsrate generieren, oder eben auch Staatsanleihen von Staaten, die ihre Währung eben nicht inflationieren. Und da seien genannt Norwegen, Schweden oder auch Kanada oder Australien. Viele Ihrer Kollegen und Sie selbst auch, Sie haben es ja schon angedeutet, schwören da auf Aktien, um eine sinnvolle Allokation hinzubekommen, auch mit Blick auf Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Aber viele Deutsche mögen Aktien nicht unbedingt und Aktien können auch mal schnell fallen, wie wir es im Sommer gesehen haben, im August, da geht es mal eben 20% runter. Was entgegnen Sie dem Argument der vorsichtigen Sparer und Anleger vor allen Dingen? Naja, Herr Franek, auch da ist es ja eigentlich noch viel schlimmer. Die 20% gehören ja heute zu den moderaten Schwankungsrisiken, die beinahe ein Anleger auch bereit ist zu tragen. Nur wir haben jetzt innerhalb der letzten Dekade zwei Situationen erlebt, in denen Aktien eben stärker gefallen sind als 20. Wenn wir an die Finanzkrise oder den Ausbruch der Finanzkrise 2007, 2008 denken, haben Aktien 50% verloren. Das hat vielen Anlegern ihre Risikoaversion nochmals bestärkt. Allerdings berücksichtigen Sie dabei nicht, wenn wir jetzt mal die letzten 10 Jahre zurückschauen, dass der alleine der DAX, der hier ja täglich an der
Börse hier in Frankfurt notiert wird, sich in diesem Zeitraum schlichtweg verdoppelt hat. Wer also den langen Atem gehabt hätte, hätte mit der Aktienanlage durchaus eine auskömmliche und gute Rendite erzielen können. Viele Anleger haben, ich wiederhole mich da gerne, trotzdem Angst, flüchten in andere Sachwerte, Immobilien beispielsweise. Klar, da hat man auch nicht jeden Tag einen anderen Kurs an der Hauswand stehen im Zweifel. Also es ist möglicherweise auch ein psychologischer Effekt. Ist das für Sie Ihrer Meinung nach der richtige Weg, die Flucht in Immobilien? Die Immobilie ist für den deutschen Anleger der Sachwert par excellence. Was die eigene Immobilie, also die selbstgenutzte angeht, hat auch jeder Anleger meinen Segen, wenn sie zu einem fairen und günstigen Preis erworben wurde. Bei fremdgenutzten Immobilien muss man schon etwas genauer hinschauen. Auch dort sind aufgrund der Preissteigerungen der letzten Jahre und vor allem der Anfangskosten von 10%, wenn man heute in Immobilien investiert, die Trauben schon relativ hoch gehängt. Aber ich möchte gerade noch mal zurückkommen auf Ihr Beispiel von eben. Das hat mit der Bewertung zu tun. Jeder Immobilienbesitzer käme nicht im Traum auf die Idee, täglich, wöchentlich oder monatlich seine Immobilie bewerten zu lassen. Und wenn er es doch täte, würde niemand auf die Idee kommen, wenn der Gutachter ihm sagt, na ja, deine Immobilie ist mal 20-30% weniger wert als noch vor ein paar Wochen oder Monaten, darauf eine Verkaufentscheidung zu treffen. Und genau das sollte ein Anleger, der sich entscheidet, eine gesunde Quote beispielsweise in Aktien zu investieren, auch tun. Ich rate also jedem Anleger, mit sich selbst einen Vertrag zu schließen über seine Anlagestrategie und die dann auch über den definierten Zeitraum durchzuhalten. Für viele Anleger ist auch Gold ein sinnvoller Sachwert. Gold ist auch enorm gestiegen über viele Jahre, aber nunmehr in den vergangenen Jahren hat der Goldpreis die Gegenrichtung angesetzt und ist bis Richtung 1000, 1100 Dollar zurückgekommen. Also auch der Goldpreis unterliegt Schwankungen. Wie bewerten Sie Gold als Depotbeimischung? Also, ich nehme einfach das Ergebnis mal vorweg. Gold gehört für mich in den heutigen Zeiten in jede gesund diversifizierte Vermögensstruktur. Und zwar auch mit einem signifikanten Anteil und nicht in homöopathischen Dosen. Was Sie eben erwähnten, ist richtig, ist sogar noch viel schlimmer. Der Goldpreis hat in den letzten Jahren viel stärker geschwankt als beispielsweise der Aktienmarkt. Und der Hauptkritikpunkt vieler, die sich mit dem Thema Goldanlage beschäftigen, ist ja, dass Gold keine Zinsen, keine Erträge abwirft. Das ist richtig, zählt aber nicht mehr, weil der Zins, wie eben schon erwähnt, weg ist, es auf Kapitalanlagen im klassischen Sinne auch keine Zinsen mehr gibt. Und lassen Sie mich zuletzt ein Beispiel nennen. Bereits in der Antike, in der Kaiserzeit, konnte man sich damals eine Toga und eine Tunika für einen Preis von einer Unze Gold kaufen. Das Gleiche würde uns beiden passieren, wenn wir heute zu einem Herrenausstatter gehen würden. Auch der maßgeschneiderte Anzug ist heute für eine Unze Gold zu haben. Und das über einen Zeitraum von 2000 Jahren. Im Kontrast dazu, vor gerade mal 100 Jahren, wurde die Notenbank in den USA gegründet. Seitdem gibt es den US-Dollar und der hat in dieser Zeit 90% seiner ursprünglichen Kaufkraft verloren. So viel zum Thema Gold. Genau, da ist man wohl gut aufgestellt für die nächsten 2000 Jahre. Dann, Herr Theismann, Schlusswort. Wie lautet Ihr Fazit? Ja, das Fazit ist die Kernaussage, der Zins ist weg und er bleibt noch für eine geraume Zeit weg. Jeder Anleger, der sein Kapital kaufkraftbereinigt erhalten möchte, kommt nicht umhin, Schwerpunkte in der Anlagestrategie in Sachwerten zu suchen. Und dazu gehören die eben genannten Immobilien, dazu gehören Aktien, dazu gehört Gold. Und bei den Nominalwerten ganz genau zu schauen, in welcher Währung tue ich das, über welche Laufzeit tue ich das und vor allem in welcher Bonität tue ich das. Ingo Theismann, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier auf dem Frankfurter Parkett. Eine Einschätzung zur aktuellen Vermögensallokation. Wie lege ich mein Geld sinnvoll und richtig an? Herzlichen Dank, Herr Theismann, für das Gespräch. Ja.